Ich bin super hyped. Wir schauen uns heute an, wie ihr wohnt. Ha! Das heißt, ihr könnt auch sehen, wie ihr wohnt. Also, ne? Guck mal, so wohnst du. Ja, wir gucken uns gegenseitig an, wie wer wohnt. Vor allem so Space Rocks Zuschauer. Was erwartest du heute hier? Wände. Wände werden wahrscheinlich viele der heutigen Räume haben. Ich erwarte vor allen Dingen noch Bongflaschen, Melonen, wo Löcher reingeschnitzt wurden. Sexpuppen. Ich erwarte Sexpuppen, viele Sexpuppen. Sehr viel Wodka, leere Wodkaflaschen. Shrek-Sexpuppen? Ich würde sagen, wir schauen einfach mal in diesen wundervollen Subreddit rein, den ich extra zu diesem Zwecke erstellt habe. Wir haben schon 1400 Mitglieder. Herzlich willkommen in Wohnkultur. Hier darf ein Deutschländer gerne sein Wohnzimmer oder so preisgeben, um zu zeigen, wie es bei ihm aussieht. Und ja, wir werden euch heute krass zerstören, Leute. Krass zerstören. Der Top-Post aller Zeiten ist natürlich... Natürlich. Ich muss noch Regeln in den Subreddit reinhauen. So von wegen, dass man nur sein eigenes Wohnzimmer. Aber ich meine, so das ist doch ein gemütliches Zimmer. Ich mag auch dieses Blau hier nochmal. Er ist ja extra eine Decke raufgelegt, weil er wollte unbedingt eine blaue Couch haben, passend zu seinem gelben Interieur, seinen Wänden. Aber konnte sich nicht leisten und deswegen hat er eine Decke drüber gelegt, um es blau zu machen. Sehr schön. Ja, auch die extra hier wie heißen sie? Lautsprecher so aufgestellt, als würde er so eine Surround-Anlage haben. Aber ist das nicht, war das nicht so ein Hartz-IV-Beitrag oder so? Wie kann er sich denn überhaupt Surround-Anlage leisten, ha? Klauen. Den müssen wir klauen. Sehr klauen, gut, das, klauen, ja. Das ist ja zum Fick. Naja, der einzig wahre. Der Fliesentisch, ja. Ich wollte auch den Subreddit eigentlich so nennen, aber den gab es leider schon. Wozu meinst du, wurden die erfunden? Einfach weil sie sturdy sind? Ja, die sind ziemlich sturdy. Ich meine, du beschwerst dich doch immer, wenn man irgendwas aufs Holz stellt, dass es ja dann ins Holz zieht und dann ja hässlich wird. Du hast einen eingeölten Echtholztisch, weißt du? Und wenn du da dann deine ganzen Kaffeeringe drauf haben willst, gut, gerne. Die man alle easy wegwischen kann. Ja, dann machst du aber nie. Weißt du, es ist wie dreckige, kaputte Schacks. Es hat Charakter. Mhm. Und aber so ein Fliesentisch, weißt du, da kannst du die Suppe einfach auf den Tisch kippen und direkt da... So, wir haben unser erstes Zimmer. Es ist ziemlich hoch bewertet. Okay, wir haben dunkles Holz. Ist es ein Männerzimmer? Obwohl, wir mal Pflanzen. Mütze. Männer haben keine Pflanzen. Mein Zimmer. Hanteln. Basketball. Also, oh, okay, gut. Es ist... Oh, drei Monitore. Okay. Clockwork Orange. Nicht schlecht. Also guter Geschmack von Filmen her und sowas. Sehr cool. Triple Monitor Setup. Du wolltest zählen, wie viele Rechner bei den Leuten drin stehen. Wahre Männer wohnen im Wald. So sieht's mal aus. Aber es ist nicht dein Wohnzimmer. Also eigentlich als einziger Moderator dieses Subreddits, müsste ich das löschen. Aber ich will nicht, denn ich bin cooler Moderator. Er hat keinen Rechner. Ja, sick Scheiße, Mann. Bist echt ein Loser. Yeah! Das sind die Holztüren, die ich abgrundtief hasse. Ich hasse so eine Holztür. Ich hasse sie. Oh, guck mal ganz rechts oben. Es ist der Kurzgesagt-Kalender, den wir auch haben. Es ist sogar derselbe Monat, meine Kerlinnen. Ich bin übrigens großer Fan von Orientteppichen und auch cool, dass der hier blau ist. Wirklich ein Komplementärkontrast zu dem Fußboden quasi. Ist sehr lustig oldschool. Es sieht so aus, hätte er sich nicht extra, oder sie, Entschuldigung, ich sag jetzt immer irgendwas, so einen antiken Tisch gekauft, sondern vielleicht war der bei den Eltern schon oder bei der Oma oder so da. Mini-Schreibtisch, der Schreibtisch ist ganz zugepackt. Hochkant-Rechner ist so... Das ist so, bist du einfach Informatiker? Oh Mann, da gibt's zu viel zu analysieren. Vor allem Hi-Fi-Boxen noch, sind zwar jetzt nicht optimal zentriert, aber na gut. Ich meine, man tut, was man kann, nicht wahr? Das einzige Shop, wo ich mich richtig aufregen muss, was ist das für eine Deckenlampe? Was ist das für ein Furz von der Deckenlampe? Das indirekte Licht. Ja, wo ist das indirekte Licht? Ihr müsst die Bilder auch abends machen, dass man das sieht, weißt du? Das ist wichtig. Oh, das habe ich schon, gesehen, das ist mein Lieblingszimmer. Pluspunkt für die Bierflaschen vor dem Fernseher, weil niemand Stilvoll will Fernsehen noch, gucken. Noch mehr Flaschen unten. Erinnert mich an dich so ein bisschen mit den Glasflaschen überall. Guck mal, hier sind noch Cider. Cider, ja. Ich hab dann sieht auch aus mehr. Wie so ein Haus, so eine Ferienanlage. Ja, es ist auch so ein, aber so bei Oma unter dem Dach. Klamotten auf dem, was auch immer das ist. Ist das ein Couch? Das ist so ein Ausziehding vielleicht? Keine Ahnung. Oder ein Bett. Aber Mini-Schreibtisch. Okay, kleine Schreibtische sehen wir bei unseren Zuschauern. Das muss sich ändern. Ihr müsst expandieren in die Breite. Ich glaube, da muss man den Boden saugen. Und eine Unterlage empfehle ich hier, dann flutscht es besser über den Teppich. Wow, Männer-Studentenzimmer, Sofa mit Liegefunktion, gut zu wissen. Also kann man das auch ausfahren als Bett oder ist es wirklich nur zum Liegen? Mit Liegefunktion. Aber ich glaube, so das ist schon so zum so, okay. Okay, der Schreibtisch ist mal groß genug, nicer Monitor, kleines Pflanzending. Aquarium nennt sich das. Da ist auch extra eine Lampe für, das heißt, es gibt indirektes Licht, was aber direkt auf die Fische drauf strahlt. Die armen Fische, Mann, Alter. Für diese Gemütlichkeit ist definitiv der Fernseher viel zu klein. Ja. Fernseher muss. Kauf dir doch einfach als Student mal einen fünffach so großen Fernseher. Wow! Krebs!
Krebs in meinem... Nein, nicht Krebs. Vollgepackt. Unruhig, vollgepackt. Okay. Wer es mag. Frage ist, ist dieses Zimmer weiblich oder sieht es nicht binär aus? Okay, weiblich, aber wenn kann man sagen, ist ja dann pink und plüsch. Ne? So leben ja Frauen alle. Hier, und weiße Möbel. Da ist plüsch. Da ist irgendwas Süßes. Aber was ist nicht binär? Sind Pflanzen nicht binär? Naja, sind Natur. In der Natur... Photosynthese, würde ich sagen, ist schon ziemlich nicht binär. Nee, Photosynthese hat doch nichts mit Fortpflanzung zu tun. Deswegen, sehr nicht binär. Genau, also meine Empfehlung für dich ist auf jeden Fall noch mehr an die Wand klatschen, dass man die Wände nicht mehr sieht. Das, was du brauchst so eine Puppe in so einem Prinzessinnenkostüm, die da so dasteht, weißt du, so richtigen weiblichen Kitsch und dann auf der anderen Seite irgendwie so ein Maschinengewehr und irgendwie so ein Skelett, weißt du, so richtig männlicher Shit. Und dann ist es nicht binär. Das gleicht sich dann aus. Ja, das stimmt. Das heißt, und dann hast du, ne? Ja, also was du mit Linkin Park quasi schon gemacht hast, auf die eine Seite und auf die andere Seite die Regenbogen-Unicorn-Scheiße. Linkin Park ist übelst weiblich. Doch so, weißt du, was? Ist das so? Ja, das ist doch voll so Boygroup-mäßig. Was? Da stehen doch die Ladies drauf. Ich meine, komm, das ist Musik. Emo-Musik. Solo Emo-Musik, Mann. Ich sehe die Daumen runter reinfliegen. Und kein Computer. Oh, ganz sad, schön. Sad. Vielleicht aber in der anderen Ecke. Wir werden es nie erfahren. Ich bin 18 und wohne noch bei meiner Mama, wie ein richtiger Mann. So ist es. Man sucht sich ja seine Freundin auch immer nach seiner Mama aus. Monitor ist viel zu klein. Oh mein Gott. Was ist das? 17 Zoll oder was? Verbrenne ich. Katze, süß. Katze, sehr gut. Sogar mit Kratzbaum direkt neben dem Bett. Das Bett. Krass. Was ist das? Oh mein Gott, er ist Faltmaster Race. Faltschrank Master Race. What? Titanfall. Okay, da muss ich sagen, ist ein klein bisschen lieblos gemacht mit den Postern. Da könnte man noch ein bisschen aufwerten mit so Frames und so. Aber der 37€ Faltschrank von Amazon ist natürlich King. Noch eine Xbox, vielleicht sogar eine N64 irgendwo versteckt. Einfach nur einzeln das eine Spiel, der will nur angeben. Von wegen, guck mal, ich habe den N64. Wow, ein Tape Recorder. Ein Plattenspieler, der bestimmt nicht benutzt wird. Ich sehe sehr viel Oasis. Das ist wahrscheinlich das Schlimmste, was ich jetzt machen kann für jemanden, der Oasis mag, ist der von denen ist der Wonderwall-Song. Aber immer ist irgendwie alles im Hintergrund sehr zugepackt und man weiß gar nicht, wo man langlaufen kann. Also ich habe das Gefühl, auf jeden Fall auf einer Insel zu sein, irgendwo in Norddeutschland. Und ich hätte, wenn ich da was esse, die ganze Zeit Angst, dass mir das geklaut wird von Möwen. Normal. Du hast einen Rechner, ist gut. Ja, das gibt Pluspunkte. Tape Recorder ist für mich Pluspunkt. Aber ja, es ist schon, hättest du auch ein bisschen aufräumen können, ne? Weißt du, kauft dir so ein paar, kauft euch einfach Sachen, ganz einfach, ne? Also wenn ihr kein Geld habt, kauft ihr trotzdem Sachen, ganz einfach. Aufbewahrungsboxen, die machen sehr viel aus. Sehr viel. Und man kann auch einfach Kartons benutzen. Traum. Bam. Eins von eins. Volle Punktzahl. Also was kann man daran nicht lieben? Das Bett ist einfach ein Traum. Baseballschläger? Mein Favorite ist, glaube ich, da oben das Kreuz neben dem Frosch. Definitiv. Die Hobbity, get off my property. Erster FC Köln, na klar. Vier Flaschen, mega. Ich bin so froh, dass es echt kein Ding ist in Deutschland, dass man seine scheiß Flagge an die Wand hängt. Also ich meine, es machen echt weniger, aber in Amerika ist es ja so ein Standardding. Es sieht ein bisschen aus wie in so einer Kneipe. Und das macht es sehr sympathisch. Mit Bett. Ja, eine Kneipe mit Bett. Können die Besoffenen ja, gleich reinfahren. Ja, kein Rechner. Null Punkte. Schlecht. Ganz schlecht. Wir sind auch ganz schön binär in unserer Bewertung. Oh, 1000% für die qualitative Inhaltsscheiße. Also das Bild ist scheiße von der, ja. Aber indirekte Beleuchtung. What the fuck? Sind es umgebaute Europaletten? Aber es ist nicht, also ich würde es nicht als männlich bezeichnen. Doch, weil, ich schon. Weil das Holz lila Licht. Und du hast es tot gemacht als der, so, lila zu Dekoration. Lila Licht geht gar nicht. Okay. Nice. Ich glaube, da mag jemand Bücher. Das Einzige, was mich stört, ist diese Blumentapete. Ja, ich hasse so Blumentapeten auch. Die ist richtig so unruhige Scheiße. Boah. Vor allem Lichterketten. Das Einzige, was ich sehe, diese Lichterketten und ich sehe, wie sie zum Boden gehen und ich denke mir, holy shit, Katzen würden die zerfetzen. Du bist bestimmt schlau, weil du hast Bücher. Stopp, aber wenn das alles also nur so Sexromane sind, würde ich jetzt nicht unbedingt als schlau lesen einstufen. Lesen ist lesen, ja? Lesen ist lesen. Lesen ist lesen. Schlau, okay. Ende. Hier, eine echte Gamer-Höhle. Ist zwar ein bisschen hell für eine Höhle, aber okay. Freshes Design. Zwei Bildschirme. Panzer, verdammt! Ist da ein altes Motherboard an der Wand? Weißt du, was ich richtig cringy finde? Es gibt diese komischen Sachen, kannst du kaufen. Da kannst du dein altes Telefon quasi auseinandernehmen und die Einzelteile da so raufkleben und dann sind die alle so beschriftet und dann kannst du das hinhängen. Das ist richtig cringy. Das haben voll viele so, wie nennt man die, YouTube-Tech-Influencer? WG-Zimmer eines 21-jährigen Assassin's Creed-Liebhabers? Ne, was steht da? Eine 21-jährige Studentin und Hobby-Cosplayerin. Ah. Ja. Bücher, ne? Also bist du schlau. Mhm. Da sehe ich Pons. Pons also ist immer ganz schlau. Ah, die andere Seite. Indirekte Beleuchtung. Doppelrechner-Power. Nice. LED-Maschine. Kleines Fell hier. Diese LED-Leiste noch hinter, das mache ich auch. Sehr cool, das rocke ich auch. Ich finde die Kombination geil von Nähmaschine und Gaming-Rechner. Oh, guck mal da oben. Den habt ihr auch bei euch stehen, glaube ich. Könnte so ein bisschen auch so ein Snappy-Zimmer sein. Das ist ja auch quasi die Kombination aus Nähen und Gaming und Pflanzen. Ich kann kein Klavier spielen. Danke, dass du nochmal sagst. Gaming-Rechner, Klavier. Ich hätte dich gerade gefragt, ob du uns was vorspielen kannst. Oder hat jemand
aufgehört zu malen. Das ist shabby chic, okay? Das ist gewollt so. Wow. Mit extra Schlaf. Abteil. Teleskop. Kannst du ein Teleskop, was suchst du damit im Bett? Ne, du kannst, ja, du kannst vom Bett aus, kannst du auf die Erde gucken und da Leute beobachten. Ich finde es sehr schön. In diesen ganzen Räumen sind wir, weißt du, unsere Lichtphotonen, die uns darstellen, schießen in diese Räume. Wir sind quasi überall bei euch, wenn wir über einen Bildschirm flimmern. Vielleicht ist ein Teil unserer Consciousness bei euch. Ja. Wow, was ist das für eine Tischdecke? Schmeiß die Tischdecke weg. Oder färb sie um, mach Batik draus. Der mag auf jeden Fall jemand Animes. Meinst du? Oh, US-Flagge, da war eine US-Flagge. Das ist cringe. Oh. Das ist cringe. Ja, die muss weg. Die muss weg. Oh, oder auch Batik. Mach Batik draus. Abitur Stress Cave. Warum Stress Cave? Bei Abitur. Ach so, ganz viele Bilder. Natürlich. Ganz viele Bilder. Ganz viele Bilder. Sorry, ist für mich keine Korrelation zwischen, weil ich habe nicht gelernt. Das ist gemütlich. Ja, ist ein Laptop. Seht ein Laptop? Ja, würde ich schon sagen, weil der sieht ziemlich gamig aus. Ich mag, wie das Licht da reinstrahlt. Ich frage mich, zu welcher Tageszeit das aufgenommen wurde. Mit Aussicht. Das ist cool. Oh, da das ist auf jeden Fall nochmal ein fetter Rechner. Na, siehst du. Doppelmonitor und Mikro. Echt abgesessener Stuhl, so wie du einen auch hast. Ja, ich bräuchte mal einen neuen. So sieht ein Gaming-Stuhl aus. Mit kleinem Balkon. Oh. Und mit Armbeleuchtung. Das ist Premium. Guck mal, armer Azubi, deshalb keine Knete für neue Möbel, aber es ist doch trotzdem sick einfach. Also die Schade, musst du auf dem Boden schlafen? Wow, das ist voll. Ja. Und ich glaube, da spielt jemand Gitarre. Wohnkultur. Schräg den Rechner, den Monitor. Das ist schwierig. Das ist schwierig. Du willst doch nicht die ganze Zeit so zocken. Es ist schwierig. Da musst du direkt vor dir sein. Ich meine zu wissen, anhand der Inneneinrichtung, wie diese Person aussieht. Okay. Willst du jetzt mit Stereotypen kommen? Ja, ich würde jetzt gern mit Stereotypen kommen. So ungefähr stelle ich mir die Person vor, die dort lebt. Death Metal! Mit den Regenbogen. Ja, das ist cool. Ne, weißt du, die Leute, die krank härteste Musik hören, haben die süßesten Seelen. Geil! Sehr viel Zeug. Extra nochmal für uns aufgesaugt. Kein Rechner. Da ist Jesus, verdammt. Jesus auf dem Sofa. Wenn ich jeden Tag mit Jesus auf dem Sofa chillen könnte, ich wäre im Himmel. Nicht machen. Schreibtisch ohne Rechner? Den hatte ich früher, diesen IKEA-Tisch. Den hatte ich früher stehen bei mir. Ich hatte so, auch die Regale. So das ist einfach original meine quasi alte Einrichtung. Das ist diese IKEA-Generation, in der ich auch drin war. Und dass die Sachen IKEA seit Jahren schon weg sind. Da hat jemand aufgeräumt. Zurück in die Zukunft. Ich meine, wenn es Poster sind, sind es immer von alten Filmen oder Animes. Ja, ich will den Millennium Falcon haben. Ich komm zu dir und klau ihn dir. Zieh ihn ab. Wie teuer ist das Ding? Kostet bestimmt 200, 300, 400, 500 Euro. Ich weiß nicht. Was ist mit dem Boden los? Ist der echt oder ist das auch so wahrscheinlich ein Linoleum? PVC. Hm. Ich dachte gerade, was liegt denn darum? Warte mal, uns schaut ein Fußballfan? Okay, das gleicht sich aus mit Attack on Titan und Fullmetal Alchemist und alles, was man da sonst so sieht. Okay, Poster sind halt wieder Animes. Gaming-Rechner, oder alte Filme. Gaming-Rechner nicht keine vergessen. Neuen Filme. Neue Filme sind auch uncool einfach. Neu ist nicht immer besser, obwohl es Barney Stinson gesagt hat. Oh. Da mag jemand Stofftiere? Da ist jemand vielleicht auch sehr allein. Sehr allein. Das sind Tarotkarten, oder? Ja, Rechner mit. Er ist auf jeden Fall ein bisschen femininer eingerichtet. Was jetzt nicht negativ gemeint ist. Ja. Aber hier, Frau, Brüste. Siehst du? Ja, das ist doch eher doch, als Mann packst du hier auch eine nackte Frau hin, oder? Ist es die Venus? Stimmt, eigentlich stimmt. Ja, normalerweise macht man das so, ja. Also ich habe das überall bei mir zum Beispiel. Das ist auch sehr Fahrrad. Das ist schön minimalistisch. Künstlerisch auf jeden Fall. Ich sehe, das ist eine kleine Bude. Warum auch immer, ich sehe da einen Künstler. Wow. Was anderes? Genug Internet für heute, würde ich sagen. Katanas? Nerd. Weißt du, das muss so unbefriedigend sein, wenn du dann in einem Space Rock Video drin bist, in deinem Zimmer, und das Einzige, was sie zu deinem Zimmer sagen, ist Nerd. Tja, womit hast du gerechnet? Womit hast du gerechnet? So, ich geh ins Bett. Achso, warte mal, es ist 15 Uhr oder sowas. Es waren sehr viele Rechner. Ja. Ich glaube, das ist unser Publikum wahrscheinlich, dass wir ja so ein Internet-Rechner-Gaming-Publikum haben. Wer hätte das gedacht? Jungszimmer, Mädchenzimmer. Ja, genau so stelle ich mir ein richtig schönes Mädchenzimmer vor. Und ein richtig schönes Jungszimmer. Perfekt. Perfekt auf den Punkt gebracht. 100 Punkte. Vielen Dank für eure Einsendungen. Ihr könnt das gerne auch teilen, den Subreddit. Ich werde den vielleicht nochmal ein bisschen moderieren zwischendurch. Ihr könnt auch Badezimmer und alles mögliche posten. Alles gern gesehen. Hier geht's darum, wie Deutsche wohnen. Lasst ihn florieren, zeigt ihn euren Freunden und lasst uns gemeinsam über andere Zimmer nicht lästern, sondern uns daran erfreuen. Nicht wahr? Okay. Schaut mehr Videos von uns.